Also wir kommen zu einem Pokémon-Uranium im Let's Play. Das letzte Mal sind wir ein bisschen weiter hier rumgelaufen als ein nuklearer Gedöns hier. Und haben was Tolles rausgefunden. Und zwar, dass wir hier irgendwelche komischen Pokémon haben. Ich habe auch eins gefangen, aber wir sehen es jetzt nicht. Dass es da so anti-radioaktiv-Pokémon gibt und so. Ja. Die voll nice sind. Ach, shit. Jetzt können wir gleich mal testen, ob wir geheilt werden. Also kämpfe ich auch. Los, Marcel. Vernichte sie. Mit, ich weiß gar nicht, einfach Thunderbolt raus, oder? Drachenpuls, auch nicht. Auf das Kackvieh hier. Play Rough, yo. Fee gegen Nuklear? Weiß nicht, ob das jetzt einfach nur stark gegen den Kampftypen war oder nicht. Egal. So, jetzt können wir gleich mal rausfinden, wie stark Drache denn hier ist gegen Nuklear. Sehr effektiv, das ist schon mal eine gute Nachricht. Kill. Nice, okay. Wir können auch nicht rausfinden, ob uns halt. Ich gehe mal stark davon aus, aber egal. Wieso nicht? So, gleich geht unser Angriff runter. Oder auch nicht. Hä, ich dachte, ja, das ist wohl ein anderes Arbok. Wir können jetzt Skyfall oder Dragon Pulse, ist eigentlich egal. Skyfall haut halt schon ziemlich gut rein. Und die greifen zum Glück den an und nicht mich. Immer schöne Sache. Oh. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich meine, er kriegt keinen Angriff raus, was dann doch... Oh, shit. Ich glaube, ich weiß nicht, was es ist. Vernichte ihn, bitte! Tot. Tot. Shit. Oh, danke. Marcy, du bist so gut. Du bist so gut zu mir. Oh, shit. Aber dafür bist du so fast tot. Was wieder ein bisschen uncool ist. Soll ich angreifen und möglicherweise sterben? Bitte nicht sterben. Oh, er hat mir den Kill geklaut. Kriegen wir ihn aber kaputt? Sind wir schneller? Ich glaube, wir sind schneller. Bitte kill einfach, sonst ist Marcy K.O. Es hat er greift Miluka dann. Ja, Mann. Sehr nice. Und die XP hier sind einfach zu gut. Tanz. Ja, ja. Oh, so viele gleich. So was? Dann hauen wir einfach mal den Angriff runter von diesen Kackviechern. Wir können hier auch gut fake, benutzen wir Scheiß auf Theo. Da könnten wir einfach die Feuerattacke einsetzen, die alles trifft. So. Angriff runter! Und Kumpel fast kaputt da. Ui. Ach so, es sah gerade aus, als hätte der den. Auch nicht schlecht, wie du gerade überlebt, also. Man kann da gut Schaden reinhauen. Ich glaube, das war gar nicht mal so schlecht, dass wir hier den Angriff von denen gesenkt haben. Vielleicht hätte Vilucard verkackt. Ich weiß nicht. Möglicherweise. Nie dahin. So, sehr effektiv für Plug oder. Ja, warum nicht? Einfach mal hier draufhauen. Oh. Intimidate Blaze? Nein? Okay. Warum auch nicht? Und der Gegner hat auch zum Glück daneben. Besser kann es nicht laufen. Der Gegner ist, macht nutzlose Blaze und wir hauen einfach rein. Nicht schlecht. Oh, vier Spe... Habt ihr gerade den... Boah, wie viel Special Deck hat... Achso, das war Marcy's Level Up. Ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade, Terminus hat vier Special Deck hochbekommen. Wäre schon fast ein bisschen nutzlos gewesen. Oh, shit. Ja gut, der ist am Arsch, oder? Er hat wieder viel HP. Schade. Und es haut richtig rein. Ah, nee, bitte nicht. Okay. Hä? Vorhin hat es doch... Ich bin verwirrt. Schon wer ist verwirrt? Ich weiß nicht. Stirbt Terminus hier? Ich meine, die werden erstmal Nukleon angreifen. Einfach nur, weil... er so gut wie am Arsch ist durch alles. Also können wir noch drin bleiben, hoffentlich. Wow, wie nützlich. Und, oh, nee. Greift einfach den Terminus an. Dieser, mach ihn kaputt, er hat's verdient. Das ist Assifi. Stirb, ey. So. Jetzt kommt wieder das doofe Trends-Cool. Oh, oder auch nicht. Und da ist das Intimidate. Egal, ich würde sowieso auswechseln. Ich weiß noch nicht so ganz, in was. Sollen wir mal wieder Chaotix rausholen? Aber der hat schon so ein hohes Level. Ich hoffe einfach mal, Terminus überlebt. Wenn ja, easy peasy win.
Wenn nicht, dann trotzdem easy peasy win, aber... Ihr wisst schon. Wäre nicht schlecht, wenn wir hier auch ein bisschen XP an den Fakes da bringen. Ha, danke für... No, wirklich... Poison Grid. Danke, Spiel. Ich glaube, wir gehen einfach auf Overheat. Um irgendwas da rauszuhauen. So, und ich will dich raushauen. Tja. Da hat wohl jemand eine Brio gehabt. Ja, das ist natürlich doof. Yo. Was ist das für ein Kackgegner, Mann? Die crit die ganze Zeit. Cheater! Okay. Rocky Action. Ich denke, meine Hunty würde hier eh alles vernichten mit seinem Fee-Typen. Aber ich will erstmal die raushauen, die mit den EXP und so. Vor allem, da wir unseren Kumpel jetzt haben, der hoffentlich. Wir sind physisch, oder? Der hoffentlich uns heilt. Drain Punch. Komm schon, das muss mir ja viel Damage reinhauen. Easy peasy, sag ich doch. Wahrscheinlich sogar vierfach effektiv. Lala. So, geht doch. Und wie viel überlebt er? Dieses J-Knight sieht voll cool aus, aber es ist irgendwie voll kacke. Mann. Ich dachte gerade, es kommt ein Gegner Achilles. Ich hätte gerade so in die Hosen geschissen. Nein, habe ich nicht, aber... Wow. Will hier irgendwie was... Wisst ihr was? Wenn ich mir das so recht anschaue, finde ich, sieht die Mega-Entwicklung von Achilles ziemlich scheiße aus. Zum Glück haben wir das nicht genommen. Am coolsten sieht wirklich der Säbelzahn-Gedöns aus, Tiger. Er ist ja nicht wirklich ein Säbelzahn-Tiger, sondern einfach nur ein Tiger. Halt er mich? Easy peasy money, baby. Ich hätte einfach leveln sollen, egal. Die Luft ist schwer zum Atmen. Ruhig. Ein bisschen langsamer, okay? Ich kann nicht so gut atmen wie du. In diesem... Easy peasy macht das alleine. Ich brauche deine Hilfe nicht. Wir sind hier, aber Kurier ist da drin. Okay, okay. Ich glaube... Ich wette mal, dass ich schon weiß, dass die schon wissen, dass wir kommen. Ja, bist du schon, seid ihr schon mal Powerplant angekommen? Ja, wir sind da! Aber es ist ein totales Wreck. Alles voll am Arsch, Mann. Ich wette, es ist mit nuklearen Pokémon infestiert. Voll mit dem Scheiß, ihr wisst schon. Aber das ist kein Problem für uns. Nicht so schnell, Theo. Du solltest da nicht rein. Mit Juli. Ich will, dass du zurück zum Boot kommst. Was war das für ein Sound? Kannst du nicht, das kann nicht dein Ernst sein. Juli und wir wollten zusammen Kurier vernichten, Mann. Ich bin ziemlich geiler Trainer. Ich kann es schaffen. Es ist nicht die Zeit, Theo. Unser Scanner hat ziemlich gefährliche Level von Radiation da drin gefunden. Juli ist der Einzige, der das übernehmen kann mit seinem Hazard-Suit. Du hast deinen Job gut gemacht und hast Juli protected bis zu diesem Punkt, aber jetzt musst du voll abhauen, du Pussy, du hau einfach ab, okay? Das ist eine Order from your Chief, Junge. Aber ich will Juli nicht zurücklassen. Bist du sicher? Aber was ist, wenn Juli es nicht zurückschafft? Ich kann ihn nicht einfach hier alleine lassen. Nein, das mache ich nicht. Theo, du... Scheiß gerade voll auf die Orders von einem Chief, yay. Diese Hazard Zone. Du musst diese Hazard Zone sofort evakuieren. Oder wirst du das gleiche Ende haben wie dein Vater, ey. Ich muss es machen. Für Cameron. Für meinen Vater. Ist mir egal alles, bla bla bla. Ich muss Kuri unbedingt stoppen. Warum sendet ihr Juli da alleine rein? Lass mich mit ihm gehen. Alter, hörst du ja mal nicht zu. Tja, du verstehst nicht. Deine Radiationsprotektion wird dir nicht viel helfen da drin. Juli ist der Einzige, der da drin überleben kann mit seinem Hazard-Suit. Wenn du zu viel Radiation abkriegst, dann könnte dein Leben... Ha, Kalin? Chief? Hörst mich? Was war das? Ist gerade irgendwas passiert?
Hat irgendwas unser Radio kaputt gemacht? Ich krieg kein Signal mehr. Warning, Red Levels Rising, Warning. Ich mach das gerade ziemlich leise, weil 2 Uhr morgens. Dieses Geräusch, was war das vom Hazard-Suit? Es kann reden? Juli, wir müssen hier so schnell wie möglich weg. Oh shit. Hallo. Es ist so rein. Holy shit. Pass auf, Juli. Sind wir jetzt tot? Hallo? Sind wir jetzt tot? Wo bin ich? Rebooting Vital Support, Support Systems online. Rebooting Interface, Interface online. Hallo, Juli. Woher kennst du meinen Namen? This is your hazard suit interface function. Preservation of life. Reforming health. Diagnostic. Blood toxicity. Healthy injuries, minimal. Theo. Rebooting Navigator, rebooting com, hazard to status power low, red shielding 20%, our power cell is needed. Ich muss Theo finden. Mission objective, subdue and eliminate courier. Deviating from mission protocols is unadvised. A power cell is needed once navs are restored, it will turn on the tracking program. Use this to find courier entering power safe mode. Oh shit. Ich schlaf einfach. In meinen Tod. Yo. Alter, mir Musik hier. Nice, man. Oh, ist natürlich. Ohne Power. Oh shit. Nee. Es ist... Wow, 2 Schritte. Oh shit. Ein Tofu-Terminus von Nichterino. Wollen wir drinbleiben? Eigentlich nicht, oder? Ich renne einfach weg und setze noch einen Schutz ein. Solange wir uns nicht heilen können mit dieser Maschine, hätte ich doch lieber ein bisschen weniger Kämpfe. Hier, super Schutz. So, was gibt's denn hier oben? Nichts, oder? Oh. Ja, nichts. Hallo? Nein? Ist hier jemand? Oh nee. Ich muss gleich wieder das vordere Pokémon auswechseln. So, Kappa. Ich brauche deine Hilfe. Du musst der Leute wegscheuchen. Oh shit. Ich glaube, da sollen wir rein. Hallo? Oh. Ultraball! Nutzlos. Emergency Power Control. Follow these instructions to activate the backup generator. In the electrical room, first activate the switches in the following order. Green, red, blue. Das finde ich gut. Das kann ich mir leicht merken, weil ich finde grün besser als rot und rot besser als blau. Then disengage the circuit breaker. This will restore power to the south sector. Gut, aber wo? Maybe I can use this radio to reach HQ. Vielleicht kann man den HQ an Dingsen, ne? Irgendwas blockiert das Signal. Oh, Cabos, wie nutzlos. Was? Ein bisschen schlecht gegangen, scheiß drauf. Einfach essen. Break Room. Break should no bit should be no longer than 50 minutes. In case of coffee shortage, talk to Craig in HR. Ja. Tja, hier ist der Pausenraum. Na gut. Hallo. Ich würde gerne irgendwie die Power restoren. Ist möglich? Nein? Aber die Musik geht hier schon richtig ab. Muss man schon sagen, nicht schlecht. Irgendwas von Sauf haben die Geräte, vielleicht müssen wir rot, ja. Einfach weiter nach links. Soll schon passen. Hier ist bestimmt auch. Was zur Hölle? Wirklich? Oh nee. Die Tanky Fuckboys. Tanky ist Fuckboys! Egal, einfach reinhauen. Surfer trifft. Surfer trifft nicht Fax, oder? Bitte, sag bitte. Das ist ein ziemlich großes Problem, wenn es Fax erwischt.
Ich glaube, Vex hat hier noch. Der Surfer hat hier noch nicht unseren Kumpel erwischt. Oder. Schauen wir mal. Ist Vex da tot? Oder darf Vex da leben? Er hat einen Gegner. Gekrittet. Warum sind die Gegner schneller? Ja gut, Vex ist sowieso tot. Super. Tu mich auch. Aber wie schnell. Warum ist Gary auch nicht so scheiße? Langsam. Hört auf damit, Gegner. Sterbt einfach, ihr Drecksviecher. So, easy peasy. Regen, Step, Surf. Fahrt, Vernichtung pur. Kein Problem. Ey, mach das. Chaotix macht das. Ah, ja, muss das sein. Na gut. Hier, wir. Hunty müsste easy peasy alles vernichten, glaube ich. Obwohl, Tofurang ist bestimmt Gift, Nuklear oder sowas. Also war das jetzt nicht unbedingt die beste Idee. Aber wer weiß. Hunty vernichtet trotzdem. Ich glaube an ihn. Außerdem ist Chaotix nicht gerade super schnell. Was ein Problem sein könnte. Ja. Hier. Hunty, unser wundervolles Einhorn-Pony-Mördervieh. Nicht schlecht. Wir könnten einen Headcharge voll rein ins Gesicht. Warum nicht? Die Animation. Niedlich. Natürlich kein Kill. Oh, Alter, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist Headcharge ziemlich scheiße auf unserem Hunty. Ich weiß nicht warum. Jetzt sind wir auf einem. Was war denn davor draußen? War da auch so doof für Tofurangs? Jo, Surfer trifft Kumpel. Das ist ein Problem. Das wusste ich nicht. Ha. Ich habe gehofft, das wäre noch wie in den anderen, in den früheren Spielen gewesen. Krippel, ja. Full Restore, okay. Soll ich? Hier kann man nichts mehr. Hier, Carbos, so viel Carbos. Hier ist nichts, wow. Toll. Na gut. Wie viele Beleber haben wir eigentlich? Kann man ja kaufen. Haben wir bestimmt 10.000 gekauft. Carbos. Speed. EV ist hoch. Naja, unwichtig. Revive haben nicht. Schöne Heil-Items, aber ich darf Hunty doch nicht tot lassen. Das wäre ja ein Sakrileg. Oh. Alter, Musik, ich will gar nicht reden. Für chillig. Und nice, Mann. Darf ich hier die Power. Oh, was ist das? Ah, nein, ich glaube, das mussten wir am Ende machen. Hier ist eine. For instructions to activate the backup generator, consult the manual. Ja, klar. Also, grün, beste Farbe. Rot, zweitbeste Farbe. Blau, drittbeste Farbe. Nein, nicht ganz. Es gibt eine Menge andere Farben. Aber ich finde es voll cool, überall, wo. Normalerweise sind die Hauptfarben ja blau, rot und gelb. Aber niemand mag gelb, darum ist immer grün dabei. Voll nice. Ja. Nice. Sehr schön. Jetzt haben wir ein bisschen mehr getanzt. Und jetzt war der Heal ziemlich nutzlos. Es sei denn, jetzt werden wir überfallen von irgendwelchen Pokémon. Aber wir können jetzt einfach zurück und heim gehen. Ja. Also auch machen werde. Und vielleicht werde ich dann gleich die Folge beenden. Doom. Uts. Ey. Klar. So. Ah, dann nerven uns wieder irgendwelche Pokémon. Egal. Wisst ihr was? Kommt doch, ihr Drecksviecher. Traut ihr euch? Nein. Hier. Können hier überhaupt welche herkommen? Oder nur hier draußen? Komm schon. Traut euch! Die trauen sich nicht. Easy. Ich glaube, hier können gar keine kommen. Wirklich nicht? Oh. Ihr könnt da hoch. Oder einfach die Folge beenden. Da, ich wusste doch, hier gibt es wilde Pokémon.
Ich wollte euch kurz einen davon vernichten, um zu schauen, wie viel XP die so geben, ob ich hier vielleicht noch ein bisschen leveln soll, weil wenn selbst die wilden Pokémon Level 54 sind, könnte das ein bisschen ein kleines Problemchen sein. Und wenn wir hier schon die Möglichkeit haben zu heilen, wäre das schon nicht schlecht. So. Wirklich. Es ist doch keine XP, Mann. Sonst kann man doch nicht XP nennen. Das ist eine Beleidigung. Was soll denn? Dieses Ding stört mich. Stirb. Stirb in der Hölle. Du hast es verdient. Du bist nicht niedlich. Du bist... Das Teil, das aussieht wie ein Mund, sieht aus wie ein Auge manchmal, wenn man richtig hinschaut. Ja, die geben nicht viel XP, hier werde ich nicht leveln. Ich werde hier auf jeden Fall erstmal die Folge beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.